Ich habe dich erwartet. Kommandozentrale hier, ST-321. Wir befinden uns im Landeanflug. Landecode Blau. Deaktivieren Sie den Sicherheitsschild. Sicherheitsdeflektorschild wird deaktiviert, sobald Code Blau identifiziert und bestätigt worden ist. Stand by. Landeerlaubnis erteilt. Wir setzen zur Landung an. Ja, sie ist gelandet. Peace and Justice, herzlich willkommen. Dies ist Design Midnight Figure Feature Folge 170. Also von den offiziellen hier Star Wars Sachen halt etc. Reviews. Ne, da wir letztes Mal einen kurzen Ausflug wieder in die deutsche Hip-Hop-Geschichte gemacht haben, ein bisschen in die Oldschool, sind wir heute wieder way back, ne, wieder eins mit der Macht und sind wieder auf Krieg der Sterne Zeug hier. Also ich zeige euch diesmal das Imperial Shuttle und zwar von Revell als Easy Kit. Ne, ich weiß den Maßstab jetzt gar nicht, weil den Karton habe ich nicht mehr. Und ansonsten, wenn ich meine Hand hier zupacke, seht ihr halt, ne, größer als meine Hand, wunderbar. Ja, wir können auch die Flügel gleich packen, mal nochmal aus, haben wir ja gerade schon mal gesehen. Ne? Und dann gehen wir jetzt einfach mal an die Details ran, würde ich sagen. Nehmen wir am besten hier erstmal zum Cockpit. Ich mache es gleich auch mal auf, damit wir auch sehen, wer sich an Bord befindet. Ob es Rebel Scum ist oder doch Imperiale. Ja, das ist schön hier auch die Kanonen zu sehen halt. Die Seitengeschütze, ja, die Flügel, von hinten hier die Triebwerke und noch eine Rückkanone sogar. Ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Hier das Mittelsegel, voll gut. Ja, also auch eins meiner absoluten Favorites an Raumschiffen im Star Wars Universum. Ne? Sternzerstörer natürlich schon total geil. Das Ding ist also auch Hammer. Und ja, es war auch einfach zusammenzubauen. Also diese Easy-Kits von Revell finde ich auch echt schön. Man kann sie natürlich sich schön painten halt. Das geht natürlich an alles. So, ich mach mal eben hier. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was. Gucken wir mal von unten. Wunderbar mit den Kabeln etc. Voll schön. Ja, dieses etc. werde ich mir auch mal wieder abgewöhnen. Ich kann ja auch sagen und so weiter. Ich sehe gerade, ich habe ganz vergessen, die Füße, die Standfüße hier ranzupacken, weil ich die nämlich auf, wie man vorhin gesehen hat, auf so einem Ständer hatte. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, weil dann hätte ich es ja wenigstens richtig schön hinstellen können. Irgendwo fliegen die rum, ich weiß nicht wo. Aber ich wollte euch das Ding ja auch nochmal kurz zeigen. Dann werden wir jetzt mal, ne, die Flügel ausklappen. Ich hoffe, er bleibt im Gleichgewicht. Eigentlich muss das ja parallel gehen, ne, wie im Film. So, dann sehen wir nochmal in seiner vollen Gänze. Jetzt ist die Kamera natürlich wieder ein bisschen zu hoch. Ne? Ich habe ja gerade schon mal so einen Drehlauf gemacht. Egal. Und wir wollen einmal ins Cockpit gucken, sagte ich. Ne? Dann machen wir das doch mal. Ich klappe es mal so auf. Man kann das ganz einfach so aufklappen. Voll schön. Also ich sehe jetzt schon was, ihr ja nicht. Aber wir gehen mal näher ran. Der schöne Stormy da drin. Und ein Admiral. Ich weiß nicht welcher. Geil sind aber auch echt die Details, finde ich hier schön. Guck mal mit der Steuerkonsole. Also das finde ich schon ganz geil. Also das ist schon schön gemacht. Bockt sich, ist super. Ich erzähle jetzt auch gar nicht so viel zu dem Raumschiff halt, weil das ist auch Quatsch. Ich mache dann mal wieder zu. Zack. So, wenn wir das Ding vielleicht nochmal hier in seinen Landemodus bringen. Ja, wieder hingestellt. Wie immer, ich wollte es ja nur mal kurz zeigen. Ja, ein wunderbares Modell. Macht Laune, freut der DSD sich. Ja, ich hoffe ein paar andere von euch auch wieder. Ja, das war's dann schon. Beim nächsten Mal, ich hatte ja auch schon, als ich das ISP, das kleine Miniwig davon gezeigt hatte, habe ich ja schon gesagt, es kommen noch ein paar Shuttles. Ja, und dementsprechend gehen wir dann nächste Mal zu dem etwas größeren. Und zwar dann das von Hasbro bzw. Kenner. Vom Kenner halt. Ich habe zwar nicht das alte von 1984, irgendwie so, aber eins, was ein bisschen später kam, aber auch, das ist ein bisschen größer als das. Und dann machen wir nochmal so einen Vergleich halt. In diesem Sinne, deaktivieren Sie den Sicherheitsschild. Raumfähre ST321. Landecode Blau. Landecode Blau. Sicherheitsdeflektorschild wird deaktiviert. Und Landecode wird deaktiviert, hatten wir ja schon. Ja,
Danke fürs Zugucken. Schönes Wochenende. Peace and Justice. Bis die Tage. Reingehauen. Tschüss. Kommandozentrale, hier ST321. Wir befinden uns im Landeanflug. Ist auch geil, wenn man die Hände sieht, ne? Ist ja wie früher als Kind beim Spielen. Egal, bis dann. Tschüss.